Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern die Entscheidung getroffen, mich doch mal hinzulegen und nicht durchzufahren. Es war irgendwann gegen 2:30 und hier sieht doch mal ein bisschen aus, dass ich muss mal heute umpacken. Das ist alles ein bisschen bescheiden. Ja, wenn wir drehen. Moin. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Egal. Ja, ich habe überlegt, mal umzupacken beziehungsweise zu schlafen, weil es gestern angefangen hat zu regnen. Und ich nicht wollte, dass am ersten Tag meine ganzen Klamotten nass werden. Ich weiß gar nicht, welche von den drei Kameras muss ich anschauen. Aber auf jeden Fall, die 3 Stunden, die ich gepennt habe, waren gut. Ist jetzt kurz noch 6. Können wir mal gucken. Ja, 6:19 Uhr. Ich packe jetzt mein Zeug zusammen, dann die 4 Taschen, das sind die 2, die vorne an mein Fahrrad sind und die 2, die hinten sind. Die will ich noch ein bisschen so umpacken, dass es vom Gewicht her gleichmäßig ist. Ich habe das Gefühl, dass ich immer nach links kippe beim Fahren, sozusagen. Und das ist ein echt unangenehmes Fahren, wenn dann mit einer Seite mehr belastet wird wie die andere. Und deswegen mal schauen. Ich habe gestern auch nicht 4 Kilometer geschafft, was mich ein bisschen stört. Ich war bei 70 Kilometer in 6 Stunden, 7 Stunden. Also viel war es nicht. Warte mal, 20 Uhr ungefähr bin ich los. 24 um 3. Ja, in 6 oder in 7 Stunden. Und was bei 70, 78 Kilometern und was. Und das stört mich ein bisschen. Weil ich dachte, ich schaffe mehr mit einem 15er Schnitt. Ja, mal gucken. Das sind jetzt ungefähr noch 450 Kilometer, die ich fahren muss. Heute ist Freitag. Mal schauen. Also wie gesagt, bis Kassel wird es noch echt ekelhaft. Das kenne ich noch von meiner letzten Tour von Belgien zurück nach Kassel. Machen wir mal so, dass ihr was seht. Oder ich störe euch mal hin. Von meiner letzten Tour von Belgien über Dortmund, über Kassel nach Erfurt weiß ich, dass die Strecke noch ihre Stellen hat. Ja, und dann halt Kassel, muss ich ja aus dem Tal auch wieder raus. Irgendwo, nicht Lichtenfels. Muss nochmal auf der Karte gucken, da kommt auf jeden Fall nochmal ein Hügelchen, so mitten in der Walachei. Einfach ein Hügel und danach geht es dann relativ eben. Und ich glaube, wenn es dann nach Kassel kann ich dann auch mit einem hoch angesetzt, auch mit einem 19er, 20er Schnitt fahren. Und wenn das relativ eben ist, dann geht das auch relativ schnell. Das ist auch gut. Und Fahrrad ist dann genug Gewicht dran. Und dann rollt sich das eigentlich von selber. Ich weiß gar nicht, das letzte Video von gestern war, glaube ich, wo der Baum umgestürzt war, ne? Ja, das war. Da hatte ich ja was davon erzählt, dass man irgendwie ein bisschen paranoid ist, also wenn man abends alleine fährt. Ist auch wirklich so. Also du fährst, einerseits hat mich meine Lampe selber, auf Wiedersehen, meine Lampe selber extrem verarscht. Die leuchtet dann nach vorne und hat aber auch einen sehr breiten Lichtwinkel nach rechts und links. Und wenn du dann auf Höhe von Bäumen vorbeifährst, dann schmeißt das natürlich seitlich einen anderen Schatten wie nach vorne. Und dann glotzt du nach rechts und links, denkst du, ist da was? Nein, ist natürlich nichts. Ach so, siehst du, apropos, ist nichts. Auswertung von gestern. 2 Mäuse habe ich gesehen, 6 Katzen, ein Reh, 2 Füchse und 3 Karnickel. Ja, und ein paar Fledermäuse, aber die habe ich nicht gezählt. Ja, und auf jeden Fall, das schickt schon ein bisschen, wenn du so das Licht an der Seite hast. Oder was mich auch selber richtig behinderterweise genervt hat, oder nicht genervt, ich will mir auch nicht sagen, ja, wo ich mich vor mir selber erschrocken habe. Wenn ich gefahren bin und war dann so wie in so einer Allee und du hattest Pfützen auf dem Weg, hat meine Lampe in die Pfütze geleuchtet, hat das gespiegelt und hat das Licht an die Bäume geworfen. Und ja, da waren schon mal ein paar Momente, wo ich, okay, machen musste und dann ist mir wieder realisiert oder zu realisieren, ah, das ist ja nur das eigene Licht.
Gut, ich werde jetzt erstmal zusammenpacken, losfahren, gucken, dass ich irgendwo einen Kaffee herkriege und vielleicht einen Thron, wo ich mich mal draufsetzen kann. Wenn nicht, zur Not habe ich ja auch noch das weiße Zauberpapier dabei für die Möglichkeit, überall zu gehen. Das ist wahrscheinlich eine Information, die ihr gar nicht wissen wollt, aber naja. Ich zeige euch nochmal, wo es jetzt gleich hingeht. In welche Richtung.